ground shake. Halli, hallo, hallöchen, meine flauschigen Freunde. Hier euer Mr. Petty Games wieder am Start, ja. Bei der zweiten Ausgabe von Passing Pine View Forest. Ich würde sagen, wir fangen gleich ein neues Spiel an. Ich habe euch ja in der letzten Folge gesagt, ich will es auf jeden Fall, oder ich werde es auf jeden Fall nochmal spielen, weil ich eben durch den Wald versuchen will, komplett durchzukommen, ohne dass uns wieder diese komischen Hände da ins Gesicht klatschen. Und, ja, mal schauen, ob wir es diesmal schaffen. Keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich mir auch vorgenommen, dieses Mal, wenn wir an den Häusern vorbeikommen, mal in die Häuser reinzugehen, auch wenn es mein Kreislauf wahrscheinlich total zerschmettern wird, aber egal. So. Ich drehe mich gleich mal um. Ah, ja. Okay. Gut, weil ich doch das letzte Mal das Gefühl hatte, vielleicht bin ich in die falsche Richtung gelaufen und ja. So. Okay, also diesmal werde ich wahrscheinlich etwas entspannter an die Sache rangehen, weil ich ja schon so ungefähr weiß, was mich erwartet und was auf mich zukommt und ja, bin ich mal gespannt. So, ich mache aber hier ein bisschen lauter mal das Spiel. So. Ja, gut. Heute ist Silvester. Ich habe mir gedacht, ja, komm, nimmst jetzt noch schnell eine Folge auf. Ich wollte eigentlich erst wieder mal eine Dead Space Folge aufnehmen, aber dann habe ich mir gedacht, ja, das hat mir so gefallen, dieses Horror Game. Es hat so Bock gemacht und habe ich gedacht, nee, ich muss da jetzt einfach die zweite Folge raushauen und ja, auf jeden Fall heute ist Silvester. Noch bin ich daheim, aber ich bin dann später, bin ich weg, bin fort, bin auch auf einer Feier. Was macht denn ihr heute so alles so ein bisschen oder was habt denn ihr gemacht? Weil die Folge wird wahrscheinlich erst morgen oder übermorgen hochkommen und dann wird dann Silvester schon vorbei sein. Aber schreibt doch mal einfach unten in die Kommis, was ihr so an Silvester gemacht habt. Also heute, dann später, nachts, abends. Keine Ahnung, wann ihr mit dem Feiern anfangt. Genauso könnt ihr auch gerne unten reinschreiben, was ist euch wichtig an Silvester? Einfach so das mit Freunden zusammen sein oder mehr so das Raketenballern oder das Saufen, sage ich jetzt mal. Gibt es bestimmt auch ein oder andere. Saufen! Geil! Gut, das Raschen fängt an. Ich hab's gehört. Ich weiß auch nicht, wird die Musik lauter? Keine Ahnung. Ich habe trotzdem irgendwie wieder dieses blöde Gefühl. Ich laufe wieder irgendwie falsch, dass ich später eben wieder umdrehen werde oder muss oder keine Ahnung. Ich habe irgendwie das Gefühl. Und kann es auch sein, dass der Weg irgendwie anders ist als das letzte Mal? Es könnte ja sein, dass das so ein random Weg ist, der irgendwie da so, keine Ahnung, zufällig generiert halt und so. Okay. Die unguten Geräusche fangen wieder an. Auch wenn ich schon kannte. Habe ich da was? Nee. Auch wenn ich schon kannte oder kenne, jagt es trotzdem langsam den Puls wieder nach oben. Weil ich habe natürlich keine Ahnung, das letzte Mal sind wir da bei der Kapelle oder der Kirche getötet worden, sage ich jetzt mal. Ich weiß natürlich nicht, ob das jedes Mal erst ab da geht und man vorher nur Geräusche hört. Oder ob man natürlich willkürlich irgendwann, wann das Ding Bock hat, einen töten kann. Das wäre natürlich noch krasser, weil man da nie weiß, wenn es einen erwartet, ne? Diesmal gehe ich rechts rum, weil das letzte Mal bin ich links rum, glaube ich. Und da ist auch schon, ah ja, genau, da bin ich jetzt bei den Häusern. Jetzt werden, glaube ich, gleich die Schritte wieder kommen. Habe ich das letzte Mal Schritte gehört? Oh, okay, ich habe gerade echt wieder mega Gänsehaut. Holy shit. Ich überlege echt, ne, ob ich da mal nein soll.
Ach komm. Scheiß drauf. Ich glaube, ich werde gleich verrecken. Ich weiß jetzt schon, ich werde gleich verrecken. Ach du Heilige, ach du Heilige. Ich habe gerade so ein ungutes Gefühl. Hallo? Hallo? Jemand zu Hause? Geht's nicht weiter? Ah ne, hier kann man nicht weiter, gut. Oh, ich will raus aus dem Haus, einfach nur noch raus. Raus, 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 raus. Raus, 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 raus. Gott. Holy shit. Okay. Das Haus haben wir gemeistert, zumindest so weit wie es ging. Muss das sein? Muss ich da jetzt noch rein? Ich fühle mich da irgendwie nicht so gut. Das Haus macht mir, das da macht mir irgendwie noch mehr Angst als das da. Ich gehe jetzt weiter Kirche. Nee, das ist mir jetzt echt bisschen zu heavy hier und ich gehe da jetzt echt nicht rein. Nee. Aber in die Kirche will ich auf jeden Fall reingehen. Falls wir bis dahin noch leben, natürlich. Weil ich mal schauen will. Ob man vielleicht irgendwie trotzdem mal was machen muss, auch irgendwie. Dann bin ich jetzt auch mal in dieses Haus rein, weil vielleicht konnte man oder muss man ja irgendwo mal was machen, das einem hilft, dass man vielleicht länger überlebt oder dass einen das Ding nicht sofort irgendwie killt oder was weiß ich. Keine Ahnung, kann ja möglich sein. Und darum gehe ich dann auch später mal in die Kirche rein und schaue mich da mal ein bisschen um, falls man irgendwie reinkommt oder so. Nicht, dass ich, sobald ich bei der Kirche bin, wieder verreck. Und ja. Vielleicht hat es auch was mit der Taschenlampe zu tun. Ich habe keine Ahnung. Es kann ja auch sein, dass man Teil oder vielleicht sogar ganz, obwohl, ne, das sieht man, doch, das sieht man sogar, dass man Teil oder ganz in der Dunkelheit laufen muss. Was ich mir aber irgendwie auch auf einer Seite nicht vorstellen könnte, ist, weil sonst hätten sie ja wahrscheinlich nicht die Taschenlampe eingebaut, ne? Also, ja. Naja, egal, werden wir sehen. Scheint auf jeden Fall Herbst irgendwie zu sein. Weil da war wieder die eine Maus, die sich überhaupt nicht anhört wie eine Maus, sondern wie ein Quietschspielzeug für Hunde. Das habe ich aber auch das letzte Mal schon gesagt, aber egal. Ah ja, da ist wieder unsere Umgehung, da bin ich ja das letzte Mal rechts gelaufen, dann laufe ich diesmal eben links. Ne, wir wollen ja nicht immer dasselbe machen, da machen wir das mal diesmal so. Mal schauen, ob ich jetzt auch wieder auf dieses unrealistische Mausding trete. Ne, anscheinend nicht. Na gut, und da vorne müsste jetzt gleich die Kirche sein. Ja, genau. Ehrlich gesagt, habe ich wieder das Gefühl, ich werde wieder verrecken, sobald ich da weiterlaufe. Darum schaue ich mich jetzt erstmal bei der Kirche etwas um. Also rein kommt man hier auf jeden Fall nirgendwo. Da bin ich jetzt wieder auf dem Ausstand. Brunnen. Kann man auch nichts machen oder so. So. Hinter die Kirche. Kann man auch nicht. So, hier bin ich das letzte Mal verreckt, als ich weitergelaufen bin. Ich weiß ja jetzt natürlich nicht. Das letzte Mal habe ich mich ja umgedreht, weil das Spiel mal gehangen hat und dann kamen die Hände. Ich laufe jetzt einfach mal gerade weiter, weil es scheint hier auch keinen anderen Weg zu geben. Ich laufe jetzt einfach gerade weiter. Ich renne jetzt einfach mal gerade. Oh, 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 oh. Oh Gott. Oh mein Gott. Ich bin trotzdem wieder total zusammengezuckt. Oh, Gänsehaut pur, Leute.
Puh. Ja, okay, also auf jeden Fall sind wir weitergekommen als beim ersten Mal und ich glaube, der einzige Fehler, den ich gerade begangen habe, ist, dass ich gerannt bin. Weil da steht ja auch, folge dem Weg durch den Pineview Forest, aber verhalte dich ruhig, ansonsten wird es dich kriegen. Viel Glück. Darum ist das mit dem Rennen wahrscheinlich nicht so gut. Und das nächste Mal, wenn ich vielleicht noch eine Folge aufnehmen werde, was ich sogar eigentlich denke, dass ich schon mache, weil, wie schon gesagt, ich will unbedingt mal durch den Wald durchkommen. Und, ja, das nächste Mal werde ich halt nicht mehr so viel rennen und so. Auf jeden Fall hoffe ich, wie immer, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst die Daumen nach oben fliegen und den Abonnier-Button bluten. Schaut auch bei mir in Instagram vorbei. Link wie immer in der Beschreibung. Das war's wieder von eurem Mr. Petty Games. Servus!